So, vor dem nächsten Spiel in Leipzig gibt es keine Pressekonferenz. Na, mal schauen, wie wir das Ganze dann angehen werden. Ein Sieg müsste her, wäre schon mal praktisch, ne? Zweiter Spieltag, Red Bull Arena, wunderschönes Sommerwetter in Leipzig. RB gegen Frankfurt. Also nach der 0-2-Niederlage, rechts sehen wir übrigens der Gästeblock komplett gefüllt. Richtig geil. Nach der Niederlage in Hoffenheim also, muss da aber deutlich mehr kommen. Es muss was passieren. Mindestens einen Punkt wollen wir doch mitnehmen. Leipzig natürlich, klar, ist ambitioniert. Der Ex-Hoffenheim-Trainer Nagelsmann spielt dort. Timo Werner als deutscher Nationalspieler ist natürlich der große Star dort. Aber im Fokus André Silva. 4 Tore in letzten 3 Spielen, das ist ein bisschen Quatsch. Das war nur in der Vorbereitung, die 4 Tore, die er erzählt hat. Eine Veränderung gibt es in unserer Startelf. Bas Dost habe ich denn heute doch aufgestellt für Paciencia. Ansonsten die gleiche Startformation wie zuletzt. Die Spieler bekommen Zeit, das wieder gut zu machen. Dost soll für Belebung sorgen im Sturm und für mehr Anspielstationen. Hasebe, gute Balleroberung. Und dann wollte es ein Foul von Kostic gewesen sein, okay. Und eine gelbe Karte nach 2 Minuten, was spinnt der? Komm! Er will den Ball spielen. Oh Gottes Willen, ey. Das war niemals ein absichtliches Umtreten. Und Werner lässt erst Hinteregger aussteigen. Werner zu Sabitzer! Und Trapp. Mit der ersten Glanztat dieser Partie nach einer Viertelstunde. Werner, der schmuggelt sich da irgendwie durch. 1-0 Leipzig. Timo Werner schenkt uns einen ein. Werner hat das Glück, da irgendwie die Murmel durch Hinteregger durchzubekommen. Trapp wirkt auch sehr überrascht und dann schiebt er den ein. Leipzig führt. Rode, klasse. Oh Mann! Da kriegt er den Ball nicht vernünftig zu Dost gespielt. Oh, es ist ein Graus hier irgendwie gerade. Abraham, und das müsste mir sogar Abschluss geben, wenn mich alles täuscht. Nee, gibt doch Ecke. Dachte, Abraham schießt noch seinen Gegenspieler an. Kampel. Mit Tänzchen. Kampel zu Palstenberg. Paul Sender ist die Möglichkeit. Und das ist das Tor für Leipzig. 2-0. 28 Minuten rum. Die sind grausam effektiv da vorne. Ah, der Pause steht da auch sträflich alleingelassen da. Da stimmt irgendwas in der Zuordnung. Ganz und gar nicht. Kein Problem für den Dänen, das Ding hier zu verwandeln. Boah, wird da richtig abgeräumt. Gute Freistoßposition für die Eintracht. Keine Karte allerdings. Kostic. Ah, kein Problem für Gulaschi. Forsberg mit der Grätsche gegen Kor erfolgreich. Sabitzer. Sabitzer. Abgeblockt. Sabitzer hat das Glück. Und Sabitzer mit dem Tor. Das ist doch nicht zu fassen. Der Ball ist eigentlich weg. Und trotzdem hat er den Ball wieder. Und hat einfach mit freier Schussbahn hier. Abraham hat ihn eigentlich und Hasebe macht den Schritt raus. Muss er aber eigentlich gar nicht, denn Da Costa ist doch bei Pausen. Warum macht Hasebe den Schritt weg? Er muss einfach nur den Weg zumachen. Er macht den Weg aber frei und Sabitzer zum 3-0. Das kann doch nicht wahr sein. Der Saisonstart droht mächtig in die Hose zu gehen. 0-3, noch nicht mal Halbzeit gegen Leipzig. Wir kommen nicht mal in die Nähe des Strafraums. Gacinovic. Und jetzt Dominik Kor an den Pfosten. Na, immerhin, wir leben noch. Nee. Ah, das ist im Offensivspiel alles zu ideenlos bislang. Mann. Das sah in der Vorbereitung schon wieder ganz anders aus, als es hier jetzt in der Liga aussieht. Wie schon im vergangenen Spiel jetzt der Wechsel von Rode auf Kamada. Rode, nicht ganz so platt wie beim letzten Mal, aber doch ordentlich. Da müssen wir uns wirklich was überlegen, ob wir noch das Zulaufen doch lieber rausnehmen, dass er ein bisschen mehr Luft hat.
Doss kriegt keine Kraft in diesen Ball. Forsberg verarscht Hinteregger. Och, ich könnte kotzen, Alter. Keine Alternative, kein Pass kommt in der Spitze an. Boah. Kostic zu Silva. Willst jetzt vielleicht mal was? Silva allein auf weiter Flur, da kommt noch jemand, da kommt Kostic. Kostic, Kamada. Es ist nicht wahr. Wir kommen nicht mal zum Abschluss. Keine Möglichkeit, irgendwie einen Abschluss zu suchen. Einfach nur pure Harmlosigkeit in der Offensive. Oh, klasse gespielt auf Kunja. Kunja allein vor Trab. Kunja, 4-0. Das Debakel ist perfekt. Alter, ey, ich finde da keine Worte zu. Völlig verpatzter Saisonstart. Unfassbar. Und wir haben in der 86. Minute beim Stand von 0-4 aus unserer Sicht unsere erste Ecke. Und das war's. Eine 4-0 Klatsche in Leipzig abgeholt. Der Saisonstart ist definitiv verpatzt worden, aber mal sowas von. Meine Güte, hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Schwierigkeitsunterschied ist von Vorbereitungsspiel zur Bundesliga. Das lief, ehrlich gesagt, im Vorbereitungsspiel noch deutlich anders. Ich habe die Schwierigkeit nicht noch höher gestellt. Ich hatte anfangs sogar noch Angst, dass ich die Schwierigkeit wieder runtergestellt hatte. Hatte ich aber natürlich nicht. Eieieiei. Geht ja super los. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. So, Interview. Es war ein schweres Spiel. Was ist heute schiefgelaufen? Puh, alles. Wirklich alles. Wir haben unseren Plan hier eingehalten. Wir hatten uns gut vorbereitet, aber auf dem Rasen konnten wir unseren Plan nie so richtig umsetzen. Davon müssen wir uns jetzt erholen, damit nächstes Mal ein besseres Resultat rauskommt. Eintracht Frankfurt ist heute ohne Tor geblieben und hat am Ende deutlich verloren. Woran lag's? Habe ich doch gerade erklärt. Unser Auftritt war inakzeptabel. Ich kann unsere Leistung nicht entschuldigen. Es ist nicht hinnehmbar, wie leidenschaftlos die Mannschaft war. Unfassbar. Das stimmt. Wenn man so eine Deckungslücken hat. Halsberg war heute einer der besten Gegner. War seine Defensivleistung der Grund, warum sie gegen Leipzig letztlich nichts geholt haben. Wir müssen schauen, was wir besser machen können. Eindeutig. Ich konzentriere mich darauf, was wir besser machen können. Es gibt einige Bereiche, an denen wir arbeiten müssen. Definitiv. Danke für diese kurzen Aussagen. So, da muss man mal schauen, was jetzt besser laufen können. Also das nächste Spiel in Düsseldorf wird jetzt simuliert. 3 Spiele wollte ich schaffen in der Folge. Die gibt es natürlich auch. Wie gesagt, nicht jedes Spiel. Mal gucken, wie ich mich da so einpendel. Das gibt es auf jeden Fall hier. Monatsbericht Jugendmannschaft, monatliches Scouting. Okay, Nationalteam abgestellte Spieler. Babab. Was haben wir ein Schönes hier? Nee. Joa. Nee. Gucken wir mal rein hier in die Jugendakademie. 56, 61, Michael Dietrich. Marco Schwarz, 54. Alter, der ist gut. Zentrales Mittelfeld, 94 ist Potenzial. Ist ein Spielmacher. 550.000 Mark wert schon, ey. Boah, das wird ein guter, das wird ein richtig guter, Alter. 16 Jahre jung. So, für Spiel gegen Düsseldorf wird umgestellt. Wir stellen dann doch mit der einen Spitze Dost um und die zwei hängenden Spitzen dahinter, Gacinovic und Kamada. Gucken wir mal, ob die beiden Doster helfen können. Wie gesagt, das Spiel jetzt erstmal wird aber simuliert. Ein bisschen umstellen wollte ich aber was. Weil das System hat ja, wie gesehen, nicht funktioniert. Mal schauen, ob wir durch kompaktere Leistungen für mehr Torgefahr sorgen können. Wird sehr spannend jetzt gegen Düsseldorf. Hoffentlich mit dem ersten Saisonsieg in der Simulation. Und Gott sei Dank, wir schießen uns den Frust von der Seele. 3-0 Sieg. Da Costa, Kamada und Silva mit den Toren. Silva wurde eingewechselt für Dost. Und er macht das Tor. Abraham hat sich allerdings in der ersten Minute verletzt gleich, hat aber durchgehalten, nee, Quatsch. Hat durchgehalten, bis wann? Bis zur Pause. Indika hat ihn dann ersetzt, okay, sehr gut. Stark, unser Kapitän, hat durchgehalten, verletzt. Und natürlich gibt es dann jetzt noch eine Verletztenmeldung. 2 Monate wird er ausfallen, Außenbandverletzung, na toll, das ist natürlich die Chance für Indika. Und eure Chance, in die Kommentare zu schreiben, wie es besser werden könnte, wenn wir selbst spielen. In der Simulation haben wir immer den ersten Saisonsieg geholt, Gott sei Dank. Absoluten Fehlstart damit vermieden. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.